paar Ways. Ja, das war ich schon halt noch. So. Wende dich von der Truhe ab. Und jetzt schauen wir mal der Schwari. Die können wir jetzt nach oben tun. Die nach unten. Die Deshwari Ausrüstung. Du bekommst mal eine bessere Rüstung. Die Lederkappe. Ein Falchion. Die Stiefel. So. Speerkrieger. Gut. So, haben wir die Quest erfüllt. Jetzt können wir wieder zurück nach Uxkal. Und jetzt haben wir den Swadin sehr guten Dienst erbracht. Oh, genau, wieder diese zwei, die wir verloren haben, haben wir jetzt wieder drin. Hoffentlich sterben sie nicht schon wieder. Wir sollten nochmal ein paar Banditen ohne Quest jagen. Die sind meistens ohne Verluste schaffbar. Und dadurch, ja, ertragreicher. Gut, die Clayty. Ist das nicht die? Genau, das ist die. Wir müssen kurz schauen. Aufgaben, Banditenversteck jagen. Delinard. Ach komm. Delinard. Etrusk. Ah, er ist auf Reisen. Verstehe. Auf Reisen bei der Burg Etrusk. Bei den Feinden. Das wäre eigentlich gut. Wir könnten hier gut Gebirgsbanditen jagen und dadurch ja ein bisschen besser werden. Das Dorf Havava wurde von Graf Trelocks Trupp geplündert. Okay. Gebirgsbanditen. Dieses Dorf hier, Fedner, nein, es war nicht Fedner, oder? Es muss aber Fedner gewesen sein. Ja, es war Fedner, war mal mir, also ich habe es bekommen von den Rodox und dadurch ja, kann man dort gute Mandinier-Häuser bauen und so. Jetzt dachte ich schon, ich greife die Burg an. Komm bitte, überlebt ihr Xene. Nein, nicht ihr Xene. Mit wem muss man reden? Delinard, okay. Tönt fast gleich. Was, 2 Stunden? Ah, oh nein, das ist die Zeit, die Reise. Komm, Gebirgsbanditen. Nein. Ah, sie haben gewonnen. Cool. Nicht schlecht. Wir schauen nur doch mal das so an. Okay, Renard und Etrusk wurden gefangen genommen. Und einer wurde befreit, das ist der Berenderanz, okay. Und Königreich Swanen haben Burg Etrusk vom Königreich Rodox genommen. Genommen, einfach nur genommen, nicht eingenommen oder so. König Halias, Haringot, Stamas, Delinard. Hervorragende Arbeit!
tragbar. Der Aequino-Angriff ist das Gespräch des ganzen Reichs. Zweifellos werden Sie und andere wie Sie bald wieder zurückkommen, aber ihr habt dieses Land für kurze Zeit eine Verschnaufspause ermöglicht. Wir sind euch zutiefst dankbar. Und die Aufgabe kann ich leider momentan nicht annehmen. So, schauen wir uns kurz mal die Charaktere an. 103, nicht schlecht schon mal. Oder ist 100 das Ansehen? Das normal, also das ja normale Ansehen. Begleitausrüstung. Zugriff auf die herumliegenden Gegenstände. Wenn ich jetzt denen das Zeugs hier rein tue, heißt das also, sie können sich nehmen, was sie brauchen. Das brauche ich nicht. Auch den Bogen könnt ihr reintun. So. Zugriffsverwaltung. Hier können wir nichts. Ja, das will ich machen. Aha, ich habe die... Habe ich jetzt nicht... Habe ich jetzt die wirklich... weggeworfen. Ah, wieso steht das nirgends? Das nervt mich ein bisschen. Ich schau mal hier. Der Schwari, du musst jetzt sowieso noch aufgelevelt werden. Der Schwari ist ja Intelligenz. Und du hast eine Einhandwaffe. So. Dann kannst du gerne Wegfindung leveln. Und Aufklärung. Athletik. Und Eisenschwarte. Gut. Ausrüstung. Wo hast du das Zeugs? Nirgends. Okay, haben wir halt ein paar Sachen verloren. Macht auch nichts. Wieso hast du nichts? Keine gute Waffen. Schwingen 20. Ist egal, was sie trägt. Aber eine Pavese würde ich dir schon gerne anziehen. Gut, dann haben wir auch hier alles. Du musst noch aufgelevelt werden. Du hast wahrscheinlich auch Intelligenz. Erste Hilfe, sehr wichtig. Ja, Intelligenz. Machen wir hier... Chirurgie ist sehr wichtig. Oder Wundbehandlung. Ja, Chirurgie.
So, und du hast auch Einhandwaffen. Okay, haben wir das auch gemacht. Jetzt komme ich natürlich noch dran. Ja, Intelligenz. Inventarverwaltung, wichtig. Aufklärung, Wegfindung brauchen wir jetzt nicht mehr. Schild. Wir machen mal Eisenschwarte. Schild. Ich weiß nicht, wie viel Überzeugungskraft bringt. Aber wir könnten hier mal Anführfähigkeiten. Ist das jetzt alles? Die zwei. Ja. Wir machen Bogenzugkraft noch eins. Athletik. Reiten haben wir. Ja, machen wir mal Athletik. Und Berittenes Bogenschützen. Bogenschießen. Plündern bringt nichts. Sollen wir den zum Ausbilder machen? Nein. Ja, Überzeugungskraft, mehr bringt's ja nicht. Bogenschießen, komm. So, und Einhandwaffen. Gut. Ja, speichern als Gebirgsbanditen. So. Ja, dann schauen wir mal, ob wir die noch einholen können. Oder wir könnten hier... Greift sie mal an, bitte. Yeah, ich kann sie sehr schön. Das ist sehr gut, wenn jemand am Kämpfen ist, der mit euch verbündet ist oder einfach nur neutral ist, könnt ihr die Schlacht mitmachen. Und wie ihr seht, helfen die tatkräftig mit. Und dadurch bekommt ihr auch noch ein bisschen Ruhm dazu, weil sie sehen ja, dass wir etwas geleistet haben. Und ja. Finde es richtig geil. Und praktisch. Yeah, wir haben einen getroffen. Lassen die jetzt ein bisschen kämpfen. Wir mischen uns da nicht rein. Und schon gewonnen. Ja, prima. Keine Verluste. Okay, super. Danke für eure Hilfe, Fremde. Wir wurden einander noch nicht angemessen vorgeschlagen, oder? Wie lautet euer Name? Mein Name lautet Drago Basler. Schön, euch zu sehen. Drago Basler, ich bin Reichsleiter Rafah, danke für eure Hilfe und ich hoffe, dass sich unsere Wege wieder kreuzen werden. Gebirgsbandit, wollen wir die mitnehmen? Wäre eigentlich schon gut. Wir nehmen ihn mit. Und wir schauen, was wir so für Sachen haben. Einen Bogen und einen Feuchern. Okay. 15 Schaden, Gewicht, Geschwindigkeit, alles gleich. So, haben die Truppen jetzt andere Sachen? Scheint nicht so. 23, ja, ist besser. Du bekommst noch den Bogen und ja, kein Schild mehr, schade. Ah, egal. Das muss ich dann noch...